Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zum Thema Smart Home. Wir sind heute wieder in einem Einfamilienhaus und wir möchten uns heute mit dem Thema Heizung beschäftigen. Wir haben es ja in den vergangenen Beiträgen schon angekündigt, dass wir die Heizung jetzt mal langsam angreifen werden, dass wir euch so ein bisschen zeigen, wie eine Heizung aufgebaut ist, wie sie gesteuert wird. Und ja, also das Thema Fußbodenheizung ist ja klar, wenn ich jetzt ein neues Gebäude errichte, dass ich mit Fußbodenheizung arbeite. Und die Fußbodenheizung muss ja irgendwie versorgt werden, mit Wärme versorgt werden. Das heißt also mit warmem Wasser, was dann durch die Heizkreise läuft. Und das Thema Heizkreis ist auch schon der wesentliche Punkt. Den schauen wir uns jetzt mal an, den Heizkreisverteiler, wo die entsprechenden Heizkreise zusammenlaufen. So, wie schaut ein Heizkreisverteiler aus? Das ist hier dieser gesamte Bereich. Den Heizkreisverteiler, den findet man auf jedem Stockwerk, mindestens einmal. Kommt auf die Konzeption drauf an. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Heizkreise. Darunter sieht man auch schon, wofür die gedacht sind. Hier haben wir die Ankleide, hier haben wir das Schlafzimmer und die verschiedenen weiteren Räume. Wie bei jeder Heizung habe ich eine Vorlauf- und eine Rücklaufleitung. Das sieht man auch hier schon farblich von der Gestaltung her. Das Rote ist das Warme, ist die Vorlaufleitung. Und das Blaue ist das Kalte, ist die Rücklaufleitung. Das heißt also, wenn die Wärme in die Räume abgegeben wurde, über die verschiedenen Heizkreise, über die Schlangen, die Heizungsschlangen liegen in den einzelnen Räumen, ne, alle in dem Fußbodenbereich, kühlt sich das Wasser ab und das Wasser läuft dann zurück. Die Steuerung dieser einzelnen Heizkreise erfolgt über Stellantriebe. Die Stellantriebe sehen wir hier oben. Da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf zu. Und damit ihr das Ganze versteht, die Heizung wird ja ständig zugeschaltet und abgeschaltet. Das heißt also, mit dem Raumtemperaturcontroller, den wir dann in dem jeweiligen Raum haben, da ist ein Sensor in dem Raumtemperaturcontroller drin, der misst die Raumtemperatur. Und diese Raumtemperatur wird unten an einen Heizungsaktor gemeldet. Und dieser Heizungsaktor schaltet dann diese Stellantriebe hier. Diese Stellantriebe werden auf- und zugemacht. Das heißt also, das Wasser läuft durch oder läuft nicht mehr durch oder weniger durch. Das heißt also, das ist natürlich sehr träge, die Fußbodenheizung. Die macht das nicht ständig auf und zu. Das muss man auch dazu sagen. So, und dann habe ich in größeren Räumen habe ich dann mehrere Heizkreise. Das sehen wir zum Beispiel hier bei dem Gästezimmer, habe ich zwei Heizkreise. Genauso bei dem Schlafzimmer. Bei dem Gästezimmer habe ich sogar drei Heizkreise hier, weil das flächenmäßig ein sehr großer Raum ist. Und dort ist es eigentlich sinnvoll, dann diese drei Stellantriebe gleichzeitig zu schalten. Das macht ja keinen Sinn, in einem Raum einen Heizkreis zu schließen und die anderen beiden offen zu haben. So, und ganz wichtig ist, dass bei der Installation von diesen Heizkreisverteilern im Vergleich zur konventionellen Installation, dass ich halt diese Leitungen vorsehe, um diese Stellantriebe anzusteuern. Die Stellantriebe in dem Falle sind mit 230 Volt geschaltet. Die gibt es natürlich dann auch mit 2430 Volt. Sinnvoll ist das natürlich, wenn ich mit 230 Volt arbeite, weil ich dann unten im Schaltschrank einen Schaltaktor habe, den sogenannten Heizungsaktor, der dann hier diese Ventile auf- und zuschaltet. Die schaltet er ein und aus, ein und aus. Es gibt die Heizungsaktoren, die gibt es mit 4 Kanälen, mit 6 Kanälen, mit 8 Kanälen. Also wir würden jetzt zum Beispiel hier einen 8-Kanal-Heizungsaktor gebrauchen, weil wir hier 7 Heizkreise haben. Ich kann natürlich sparsam umgehen bei dem Aktor, indem ich mir zum Beispiel sage, dass ich hier diese drei Stellantriebe fürs Gästezimmer auf einen Kanal schalte. Dann brauche ich nicht so viele Kanäle. Was haben wir hier noch? Man sieht hier die Kabel schon, die entsprechenden Kabel, die dann mit den Heizungsaktoren verbunden werden. Das heißt also, hier würden wir dann hier den Heizungsaktor anschließen. Und dann haben wir hier noch das grüne KNX-Kabel. Das brauchen wir eigentlich hier oben gar nicht. Also es gibt ja Leute immer, die sagen, man muss das KNX-Kabel hier in den Heizungsaktor, in den Heizkreisverteiler reinlegen. Nee, das muss man gar nicht so machen. Was gibt es noch? Man sieht dann hier noch, das ist noch analog, das ist hier ein Thermometer. Da
Das heißt also, hier haben wir die Vorlauftemperatur, hier haben wir die Rücklauftemperatur. Kann man machen, muss man eigentlich nicht. Das ist nur zur Kontrolle. Und dann gibt es ja noch hier Ventile zur Entlüftung. Ich kann auch hier den Vorlauf, den Rücklauf hier mit über mechanische Hähne auf- und zumachen. Und es ist eigentlich mehr oder weniger zur Installation gedacht. Wir haben jetzt hier noch oben für die einzelnen Heizkreise, dass man die hydraulisch gescheit abgleicht. Kommen wir vielleicht nochmal später dazu in einem eigenen Beitrag, um euch das zu zeigen. Exemplarisch war bloß wichtig, hier gibt es einen Heizkreisverteiler, bei jeder Fußbodenheizung gibt es das. Und ob das jetzt konventionell geschaltet wird oder nicht, wir haben hier oben haben wir die Stellantriebe, wo die einzelnen Kanäle geschaltet werden. Und ganz wichtig, dass wir hier eine Stromversorgung haben, ne? Also dass ich in den Heizkreisverteiler, dass ich da mit Strom verschiedenen Stromleitungen reinfahre, um diese Stellantriebe überhaupt zu schalten. Ja, das war so ein bisschen ein vorgegriffener Beitrag zum Thema Heizung. Das Thema Heizung wird uns in der nächsten Zeit, denke ich mir, noch häufiger beschäftigen, vor allen Dingen was die Heizungsanlage selbst anbelangt, was den Energieträger anbelangt. Das sind ja alles Fragen, die ihr euch stellen werdet, wenn ihr ein Haus neu baut oder wenn ihr dann ein Haus saniert. Das sind alles Dinge, die von Anfang an in die Konzeption und Planung mit einbezogen werden müssen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Teil 1 im Bereich Heizung. Hier werden noch viele Teile kommen und bis zum nächsten Mal.